Hallo und willkommen bei German Blank and Ergon Reviews. Heute mit einem Review Chromion Schusstest zur Heckler & Koch MP5K PDW. Eine CO2 Maschinenpistole im Kaliber 4,5 mm Stahl-BB von Umarex. Und wie immer zeige ich euch zuerst, wie sie geliefert wird. Da haben wir hier diesen nicht gerade kleinen Karton. Ein bisschen zurückfahren. So sieht das Ganze aus. Wie immer haben wir hier schon diverse Infos drauf. Im Karton, seht ihr hier, sind normalerweise ist das Magazin natürlich erstmal raus. Der Mündungsfeuerdämpfer hier, Attrappe, ist beigelegt. Die Piccadilly-Schiene, zeige ich euch gleich mal, liegt alles hier normalerweise einzeln drin. Dann habt ihr hier noch die Bedienungsanleitung drin, ein bisschen Werbung von Umarex. Den Imbusschlüssel, womit ihr die Piccadilly-Schiene an der Waffe montieren könnt. Und dann die hier Vollmetallabschlusskappe, die ihr gegen den Klappschaft austauschen könnt, um dann die kurze Version zu haben. Ja, so sieht das Ganze aus. Dann kommen wir jetzt zu den Daten. Die Heckler & Koch MP5 hat ein Gesamtgewicht im Leerzustand von 1635 Gramm. Das fühlt sich schon ganz ordentlich an. Ist also nicht so, dass sich das nach leichtem Plastikspielzeug anfühlt, sondern da habt ihr schon ein kleines bisschen was in der Hand dann, gewichtsmäßig auf jeden Fall. Wir haben eine maximale Gesamtlänge mit ausgeklappten Klappschaft dann von 590 mm. Die Lauflänge beträgt 167 mm. Antrieb ist hier standardmäßig eine 12 Gramm CO2-Kapsel, die ja hinten reinkommt. Das zeige ich euch später, wie das geht. Und wir haben eine Magazinkapazität von 40 Stahl-BBs im Kaliber 4,5 mm. Die Geschossgeschwindigkeit wird hier in der Bedienungsanleitung und auf dem Karton mit bis zu 130 Meter die Sekunde angegeben. In manchen Shops steht bis 122 Meter die Sekunde, in anderen Shops steht bis 145 Meter die Sekunde. Wir werden gleich so gegen Ende des Videos mal im Chronitest gucken, was da wirklich bei rumkommt. Ja, soweit erstmal zu den Eckdaten. So, ich sage euch nochmal ganz kurz was zum scharfen Vorbild. Die Heckler & Koch MP5 wird in Deutschland seit 1966 produziert, im Kaliber 9x19. Seit 1992 gibt es die MP5 auch im Kaliber 10mm Auto und 40 Smith & Wesson für den amerikanischen Markt. Die Waffe hat im Original einen beweglich abgestützten Rollenverschluss und funktioniert als Rückstoßlader. Und neben dem Standardmodell MP5A gibt es noch die MP5K, was für kurz steht, die perfekt zum verdeckten Tragen quasi und da unter Jacken, Westen ähnliches geeignet ist, hauptsächlich für Personenschützer oder ähnliches entwickelt. Dann gibt es auch noch die MP5SD, das steht für schallgedämpft und die hat einen speziellen Lauf mit einem integrierten Schalldämpfer. Das sind so diese drei Hauptvarianten. Ist die Standardmaschinenpistole unserer deutschen Polizei und ist weltweit im Einsatz in mehr als 50 Staaten bei diversen Polizei- und Spezialeinheiten. Das mal ganz kurz so als kleine Info zum scharfen Original. Die Anbauteile, die ihr halt selber montieren müsst bei Lieferung, ist halt zum einen hier dieser Mündungsfeuerdämpfer, was ja in dem Fall dann nur Attrappe ist, keine Funktion hat, aus Kunststoff, zum Bajonettverschluss. Das Ding steckt ihr einfach hier auf. Drückt das hier runter und dann ist das fest. Zum Lockern einfach einmal nach links drehen, dann könnt ihr ihn abnehmen. So sieht das Ganze dann aus, ohne und mit natürlich deutlich, macht das deutlich mehr her, ne? Die Piccadilly-Schiene wird hier mit diesen Imbusschrauben, wo der Schlüssel ja beigelegt ist, mit den vier Stück hier, mit diesen Metallhalterungen, auf einer Kunststoffschiene befestigt. Da dürft ihr das natürlich nicht zu fest ziehen, sondern nur wirklich handfest. Dann könnt ihr hier einen Red Dot zum Beispiel drauf montieren. Dann habt ihr hier den Klappschaft, den habe ich jetzt montiert. Den könnt ihr natürlich tauschen gegen diese Abschlusskappe. Dann habt ihr hier die beiden Lösebolzen, die beiden Haltebolzen, drückt ihr so rein und, na, komm schon, und zieht sie dann so raus. Das gleiche unten. Zack, und dann ist das Teil auch schon ab. Und dann könnt ihr das ersetzen gegen die
Abschlusskappe hier. Das Metall, die wird dann auch einfach so angesetzt. Ja, super, ich schmeiß wieder alles runter heute. Stift wieder rein. Und das Stift wieder rein. Das geht wirklich relativ leicht. Das ist ein bisschen ölig. So. Dann sieht das Ganze so aus. Habt ihr hier die Hebelschraube zum Anziehen von der CO2-Kapsel. Dann habt ihr die kurze Version ohne Klappschaft. Dann zeige ich euch mal die ganzen Beschriftungen und Funktionen. Fangen wir mal hier auf der linken Seite an. Da haben wir hier oben den Schluss. Kann man so oben halten. Zack. Hat natürlich hier nicht die Funktion des Ladens. Das ist einfach nur Spielerei hier. Aus Metall übrigens hier. In der Griff ist das alles Kunststoff. Alles Kunststoff, wie das meiste an der Waffe. Dann haben wir hier die Aufschrift Kaliber 177, 4,5 mm und das S für Stahl-BB. Hier HK, Heckler & Koch, MP5K. Das K steht für kurz. Auf der Verpackung steht ja MP5K PDW. Das heißt also Heckler & Koch MP5 kurz. PDW heißt Personal Defense Weapon. Dann haben wir hier die Sicherung. Die ist beidseitig. Wenn das Magazin leer ist, ist der Abzug automatisch gesperrt. So ist Feuer. Double Action Only, ne? Und sicher, dann ist der Abzug entkoppelt hier. Abzug ist aus Metall. Der Magazinlöser oder Halterung hier ist aus Metall. Magazin 40 Schuss aus Kunststoff. Ja, dann habt ihr die Visierung, hier das Korn, das ist fest, die Kimme ist fest. Also habt ihr die verschiedenen Öffnungen, man kann das drehen, das kann man nicht. Da habt ihr den Klappschaft, den zieht man so hoch, dann kann man ihn abklappen oder einfach zurück, dann ist er fest. Auf der anderen Seite haben wir beschriftungsmäßig nichts groß. Hier stehen die Lizenzhinweise ganz dezent. Finde ich ganz gut, dass das hier alles schön klein gehalten ist. Seriennummer und das F. Das war's auf der Seite. Hier habt ihr das Auswurffenster. Zeige ich euch gleich mal den Blowback-Effekt beim Schießen. Ist natürlich, das Fenster an sich ist Plastik. Die ganzen Innereien sind Metall der Waffe. Von daher, der Blowback ist natürlich nicht besonders stark. Den spürt er eigentlich nicht wirklich. Den hört man nur. Ja. Also wie gesagt, von außen fast alles Kunststoff. Bis auf hier der Bereich vom Klappschaft ist Metall. Die Schrauben sind natürlich Metall. Abzugszüngel ist Metall. Hier Magazinauswurfhebel ist Metall. Hier die Halterung von der Piccadilly-Schiene ist Metall. Ist aus Metall und natürlich die Haltebolzen, die hier so verbaut sind. Ansonsten außenrum alles Kunststoff und die Innereien dann wieder aus Metall. Ich zeige es euch hier immer kurz. Da seht ihr das auch. Von innen ist alles Metall. So kommt halt auch das Gewicht von 1635 Gramm zustande. So, dann werde ich euch das nächste Mal zeigen, wie ihr die MP5 bestückt mit CO2 und BBs. Das Magazin entnehmt ihr, indem ihr hier nach vorne drückt und das ausgeworfen. Dann habt ihr hier die Feder, könnt ihr komplett nach unten führen, dann hakt die auch ein. Dann nehmt ihr eure BBs, drückt hier drauf und dann könnt ihr die nämlich einfach reinrieseln lassen. Das geht super schnell. Ich mache jetzt mal nicht komplett. Ups. Also wenn ihr diesen Knopf hier gedrückt haltet, könnt ihr einfach quasi eure BB-Pulle hier ansetzen, volllaufen lassen, ja, bis oben hin. Dann haltet ihr den Finger oben drauf, drückt hier unten auf diesen Knopf, dann schnellt die Feder wieder hoch.
Und dann ist das Magazin bestückt. Na, war mit dir. So, CO2-Kapsel könnt ihr auch relativ einfach wechseln. Dazu drückt ihr hier den oberen Bolzen raus. Zack. So, und dann klappt der Schaft nach unten weg. So, dann legt ihr die Kapsel hier oben ein. Dreht hier die Schraube schön weit raus, weil sonst könnt ihr die nicht wieder komplett schließen hier. Ne? So, wenn ihr das gemacht habt, schließt ihr wieder, drückt den Bolzen wieder rein, dann dreht ihr die erstmal so lange an, bis ihr merkt, da kommt Widerstand, und dann zügig rum, dann hört man eine Sekunde lang zischen, wenn man es richtig gemacht hat. Länger sollte es nicht zischen. Und dann ist das Ganze unter Druck. Ihr müsst immer daran denken, dass ihr das nicht zu fest dreht hier. Ne? Also wirklich nur leicht rum, bis es zischt, und dann nicht weiter drehen. Ansonsten quetscht ihr die CO2-Kartusche extrem in die Dichtung rein und dann bläst sie wieder ab. Ne? Also nicht komplett festreißen, sondern nur einmal rum, dass es zischt. Und wenn es aufhört, ist das Teil dicht. So, jetzt ist er geladen. Ich zeige euch mal eben den Blowback-Effekt. So, da sind wir jetzt beim Kronitester Heckler & Koch MP5. Ich habe eine frische CO2-Kapsel drin. 10 Schuss werde ich abgeben. Die Temperatur ist nicht ganz optimal. Es sind hier so 4-5 Grad plus heute in meinem Wintergarten. Ich muss das halt hier draußen machen wegen den Lichtverhältnissen, sonst funktioniert er nicht so gut. Wir schauen einfach mal, was bei rumkommt. Optimale Temperatur wäre natürlich irgendwas Richtung 20 Grad. Aber wir haben nun mal gerade Winter, ne? Schauen wir mal. Meter die Sekunde. 116,8. 115,9. 115,9, 115,3, 114,9, Error, 114,5, dann kommen wir ja nochmal noch, 113,9, 112,9, und 113,1. Ja, weicht natürlich etwas ab von der Herstellerangabe, ist klar. Erstmal habe ich sowieso das Gefühl, dass die ganzen CO2-Waffen mittlerweile irgendwie, wahrscheinlich aufgrund irgendwelcher merkwürdigen Regulierungen, deutlich unter den Herstellerangaben liegen. Aber hier kommt natürlich jetzt auch noch dazu, muss man fairerweise sagen, die niedrigen Temperaturen. Also ich schätze mal, dass die sonst so um die 120 Meter die Sekunde liegt, aber viel mehr auch nicht. Jo, soweit dazu. So, jetzt sind wir mal im Keller, ausnahmsweise mal wieder zum Schusstest. Und gucken jetzt mal, was die MP5 auf 8 Meter so bringt. Auf eine kleine 14er Luftgewehr Zielscheibe. Schauen wir mal. Ein volles Magazin werde ich verschießen. Stehend, nicht aufgelegt. Was? 41 Schuss, glaube ich. Gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an so. Ich hole euch die Scheibe mal ran, einen Moment. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das war eine Entfernung von 8 Meter. Hier mit einem Glattlauf, Stahlbaby, Maschinenpistölchen. Relativ schnell geschossen, 41 Schuss. Ich finde, das ist ganz okay. Ist ja eine kleine 14er Scheibe. Ja, so sieht das aus. Dann gucken wir uns nochmal die Durchschlagskraft auf 5 Meter an.
auf eine handelsübliche große Konservendose. Frische CO2-Kapsel. 10 Schuss gebe ich jetzt mal ab. Alle ins selbe Loch geschossen oder was? Ein großes Loch. Na komm, ich mach noch ein paar. Dann gehen wir doch mal ran. So, dann schauen wir mal. Ui, also auf 5 Meter haben wir einen deutlich kleineren Streukreis übersehen. Ein richtig schönes großes Loch gestanzt hier. Hier ist hier unten abgeprallt, aber hier ist auch eine der stärksten Stellen von der Dose. Die meisten sind hier reingegangen. Und auch, ja, mindestens 2 sind durch. Ansonsten habt ihr hier richtig starke Dellen, die fast durch sind, so leicht angerissen hier. Also, 2 waren nicht zum Teil durchschlagen. Und einwandig auf jeden Fall hier richtig, richtig super. So, jetzt möchte ich auf 8 Meter noch einmal sitzend und aufgelegt gucken, mit etwas ruhigerer Schussabgabe, ob man das nicht doch ein bisschen präziser hinkriegt mit dem Teil. Schauen wir mal. Also sitzend, aufgelegt. So, das war's. Ich hole nochmal ran. So, das war jetzt sitzend aufgelegt, gleiche Entfernung. Ich halte hier nochmal diese hier, das war die stehend nicht aufgelegt. War es also ein kleines bisschen besser, der Streukreis, ne? Nicht viel, aber schon ein bisschen. Also hier haben wir stehend nicht aufgelegt und hier sitzend aufgelegt. Beides 8 Meter Entfernung. Insgesamt eigentlich ganz okay, das Teil, muss man sagen. Also, zusammenfassend kann ich euch auf jeden Fall sagen, das Teil macht richtig Bock. Da habt ihr richtig Spaß mit dem Ding. Super zum Plinken, zum Dosenschießen, Flaschenschießen, aber auch zum Scheibenschießen, wenn es nicht zu weit entfernt ist. Also bis 10 Meter ist das doch durchaus okay auf eine kleine 14er Scheibe. Macht einfach Bock, das Teil. Die 40 Schuss sind super, lassen sich super schnell beladen im Magazin. Einfach den Knopf drücken, reinrieseln lassen, voll ist das Ding. Das dauert 2 Sekunden, das ist echt super. Holt ihr euch noch für 16 Euro, glaube ich, einen Ersatz-Mac dazu. Das könnt ihr euch auch hier an der Seite irgendwie ranbasteln. Dann könnt ihr direkt wechseln. Ist einfach eine coole Sache. Für um die 109 Euro, die MP5, ist das eine absolute Kaufempfehlung. Die Verarbeitung ist absolut in Ordnung. Das Teil sieht realistisch aus. Gut, Double-Action-Only-Abzug. Der ist jetzt aber zum Glück auch nicht so super schwergängig. Also es macht schon auch schnelles Schießen, macht schon Spaß. Aus der CO2-Kapsel kriegt er maximal 3 Magazine raus, also um die 120 Schuss. Das ist auch absolut okay. Der Blobig-Effekt ist halt mehr so ein bisschen Optik. Spüren tut er da nicht wirklich was, aber meine Güte. Insgesamt finde ich das Teil super. Macht richtig Spaß. Und ist von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr das noch nicht getan habt, freue ich mich natürlich über neue Abonnenten. Dann könnt ihr hier abonnieren oder unterm Video irgendwo. Ihr findet das schon. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei German Blank & Airgun Reviews. Bis dahin, Leute. Ciao.